Es ist eine spannende Phase auch in der Fußball-Oberliga. Keiner weiß so wirklich, was in den kommenden Wochen und Monaten auf die Vereine zukommt. Der SGV Freiberg scheint aber auf jeden Fall gut gerüstet zu sein. Seit Winter ist Christian Werner Sportdirektor in Freiberg. Seitdem hat der ehemalige Co-Trainer und Kaderplaner des SGV einiges bewegt. Fast täglich wurden in den letzten Wochen neue Spieler vorgestellt, darunter Talente wie Torhüter Julian Guttenson von den Stuttgarter Kickers oder der ehemalige U16-Nationalspieler Berkan Alimler. Aber auch erfahrene Kicker wie Dominik Salz oder auch Michael Klaus wurden verpflichtet. Der 33-jährige Klaus hat bereits über 200 Spiele in der zweiten und dritten Liga absolviert und wechselt vom Oberliga-Konkurrenten Stuttgarter Kickers nach Freiberg. Ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt eine ganz gute Mischung hinbekommen. Es geht ja nicht um den alten Spieler an sich, sondern es geht um den Spieler, der auch die richtige Mentalität noch mitbringt, der den richtigen Charakter mitbringt, der dann auch wirklich einem jüngeren Spieler noch was mit auf den Weg geben kann und der dann auch auf dem Platz dann einfach auch noch die Leistung, die er bringt, relativ kontinuierlich abrufen kann. Und wenn man gewisse Ziele hat, sind solche Spieler natürlich extrem wichtig. Und am Ende des Tages zählt für mich vor allem, welche Leistung kann dieser Spieler noch transportieren. Königstransfer ist aber natürlich Marco Krüttner. Er spielt aktuell noch für Jahn Regensburg in der zweiten Liga und ist dort Kapitän. Der gebürtige Ludwigsburger spielte bereits in der Jugend viele Jahre in Freiberg, bevor er über Ulm, Aalen, den Stuttgarter Kickers und dem VfB 2 mit dem Jahn in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist und dort mittlerweile 95 Zweitligaspiele absolviert hat und dabei 32 Tore erzielte. Krüttner wird in Freiberg spielender sportlicher Leiter. Ich glaube, man muss sich bei einem erfahrenen Spieler noch mehr Zeit nehmen beim Scouting, bei der Auswahl, weil natürlich das elementar ist. Das ist so auch die Herzstücke der Mannschaft, die dann auch Leben einhauchen in die Kabine. Und da war das natürlich der Marco einfach ein Königstransfer, wenn man auch einfach betrachtet, dass er ein unfassbar guter Mensch ist, der jungen Spielern viel mit auf den Weg geben kann. Und der brennt. Der kommt ja nicht hierher, um die Karriere ausklingen zu lassen, sondern der hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Der ist hier sportlicher Leiter, zusätzlich zum Spieler. Also ich glaube, da werden wir alle Spaß dran haben. Wann genau die Saison 2021 in der Oberliga Baden-Württemberg wieder startet, ist noch unklar. Fest steht, Platz 16 wie vor Abbruch der letzten Saison kann nicht das Ziel des SGV Freiberg sein. Die Vorfreude auf die neue Runde steigt bereits jetzt.